Ein herzliches Grüß Gott. Hier ist Dr. Gertraud Pflügel und das ist die Reihe über den Katechismus, über das apostolische Glaubensbekenntnis. Und wir setzen diesmal fort mit dem fünften Artikel, wo es heißt, im Alten heißt es in der alten Form, abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten. In der neuen Weise beten wir ja abgestiegen in das Reich des Todes. Und man meidet den Ausdruck, offensichtlich das Wort Hölle. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir diese Dinge behandeln und betrachten, denn wir werden sehen, was Hölle in diesem Fall bedeutet. Das war nicht die Hölle, wie wir es heute verstehen, wo die Verdammten, wo diese ewige Verdammnis mit Heulen und Zähneknirschen ist, was ja heute auch schon viele anzweifeln, aber trotzdem ist es wahr, es wird mehrere hundertmal in der Bibel von der Hölle gesprochen. Wenn heute das geleugnet wird oder viele Menschen das nicht mehr glauben wollen, heißt das noch nicht unbedingt, dass es die Hölle auch nicht gibt. Das ist in allen Dingen so. Wenn viele Leute oder alle Leute das und jenes behaupten, wenn die Medien nur so und so berichten, dann ist das noch nicht gesagt, dass das auch wirklich so ist. Da müssen wir auch Acht geben. Ich gehe jetzt gleich in die Materie oder wir betrachten gleich Näheres. Es ist nämlich hochinteressant, da habe ich auch gestaunt und geschaut, was die Kirche da alles erarbeitet hat und gelehrt hat oder lehrt. Das ist für uns eine sichere Lehre. Da wissen wir, was wirklich gemeint ist. Der fünfte Artikel, ich wiederhole noch einmal in der alten Version, wo es heißt, abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten. Der fünfte Artikel lehrt uns, dass die Seele, wie wir schon gehört haben, die Seele war ja getrennt vom Leib, das ist im Tode Jesu auch so gewesen wie bei uns. Die Seele Jesu Christi hatte sich vom Leib getrennt, dann ist sie in die Vorhölle der heiligen Väter hinabgestiegen. Also das ist hier gemeint, die Vorhölle der heiligen Väter. Und sie hat sich am dritten Tage wieder mit dem Leib vereinigt, um sich nie mehr von ihm zu trennen. Also die Seele stieg in die Vorhölle der heiligen Väter hinab. Wir werden gleich sehen, was das ist. Und am dritten Tag vereinigte sie sich wieder mit dem Leib, um sich nie mehr von ihm zu trennen. Was versteht man hier unter Hölle? Die Vorhölle der heiligen Väter, das ist jener Ort, an dem die Seelen der Gerechten zurückgehalten wurden und die Erlösung durch Jesus Christus erwarteten. Sie wurden zurückgehalten, weil sie noch nicht in den Himmel eingehen konnten. Das ergibt sich gleich aus der nächsten Frage, deshalb setze ich gleich fort. Warum wurden die Seelen der heiligen Väter nicht schon vor dem Tod Jesu Christi ins Paradies eingeführt? Also warum wurden sie zurückgehalten? Der Grund ist einfach und klar, weil durch die Sünde Adams das Paradies verschlossen war. Das sind Glaubenswahrheiten. Ich sage jetzt einfach und klar, wir können das nur glauben. In gewisser Weise ist da von uns auch ein kindlicher Glaube verlangt. Das heißt aber nicht töricht und dumm und blind, sondern ein Wille zu glauben, was Gott uns lehrt. Gott ist die Wahrheit, er selbst ist die Wahrheit und er kann nichts anderes sagen und lehren und offenbaren als die Wahrheit. Und so können wir in diesem Vertrauen, in dieser Zuversicht, in dieser Sicherheit, können wir ihm glauben, was er sagt. Also durch die Sünde Adams war das Paradies verschlossen und es war gebührend, dass Jesus Christus, der es ja das Paradies durch seinen Tod wieder geöffnet hat, auch als erster dort einging. Also dass nicht die Väter, die Patriarchen, die Alten, die Heiligen, die aus dem alten Bund zuerst hineingegangen sind, sondern jener, der es mit so hohem Lösepreis wieder erkauft hat, dieses Paradies, dass er auch als erster dort einging. Die Frage auch, die ist mir noch nie gekommen, aber der Papst denkt an vieles und auch wichtig, warum wollte Christus seine eigene Auferstehung bis auf den dritten Tag verschieben? Er tat dies, um ganz augenscheinlich zu offenbaren, dass er wirklich gestorben war.
Und die letzte Frage zu diesem kurzen Kapitel: War die Auferstehung Jesu Christi der Auferstehung der anderen vom Tod erweckten Menschen ähnlich? Es gab ja auch andere Menschen, die erweckt wurden. Aber nein, die Auferstehung Jesu Christi war der Auferstehung der anderen vom Tod erweckten Menschen nicht ähnlich, weil er ja durch eigene Kraft auferstand, während die übrigen durch die Kraft Gottes auferweckt wurden. Also kein Geschöpf kann aus eigener Kraft vom Tod auferstehen. Das allein, das ist Jesus ganz allein vorbehalten. Und jetzt betrachten wir Näheres zu diesem Geheimnis der Vorhölle. Was bedeutet das? Und zur Auferstehung Jesu Christi. In diesem Volkskatechismus finden wir interessante Details. Also dieser Franz Spirago aus Böhmen, geboren im 19. Jahrhundert, hat sich wirklich eine große Arbeit gemacht, die man würdigen muss, weil er viele Dinge zusammengestellt hat für das Volk, leicht verständlich, leicht zugänglich, dass wir besser verstehen, was hier gemeint ist. Die Vorhölle. Er sagt hier: Sogleich nach dem Tode Christi stieg die Seele siegreich in den Ort hinab, wo sich die Gerechten des Alten Testaments befanden. Und das sagt er nicht aus sich selbst heraus, sondern das ist eine Aussage, eine Lehre aus dem 4. Laterankonzil im Jahre 1215. Dieser Ort heißt Vorhölle. Es ist also nicht die Hölle, es ist auch nicht das Fegefeuer, wie wir sehen. Es war ein anderer Ort als das Fegefeuer. An beiden Orten fehlt zwar die Anschauung Gottes, also in der Vorhölle und im Fegefeuer. Doch im Unterschied dazu, im Fegefeuer sind zeitliche Schmerzen zu leiden, in der Vorhölle nicht. In der Vorhölle ist kein Leiden. Und es ist auch ein anderer Ort als die Hölle. Also es ist nicht das Fegefeuer. Im Fegefeuer wird gelitten. Es ist auch nicht die Hölle. In der Hölle gibt es ja auch natürlich keine Anschauung Gottes. Und der Unterschied ist der, es gibt Qualen und nicht so wie im Fegefeuer zeitliche Qualen, sondern ewige Qualen. In der Vorhölle ist dieser Unterschied, dass sie nicht leiden, die Seelen. Sie haben zwar keine Anschauung Gottes, aber sie leiden nicht. Das ist der Unterschied zum Fegefeuer und zur Hölle. Sie litten keine Schmerzen, so sagt der römische Katechismus. Sie konnten auch nicht ganz ohne Freude gewesen sein. Denn Jesus bringt ja in diesem Gleichnis vom armen Lazarus etwas, eine Anspielung auf die Vorhölle. Der arme Lazarus wurde in der Vorhölle getröstet. Er wurde getröstet. Er bekam Trost von Gott her. Lukas Evangelium, 16. Kapitel, Vers 25. Hier erzählt oder hier berichtet, bringt Jesus dieses Gleichnis vom armen Lazarus. Beim Gericht ist den Gerechten des alten Bundes die ewige Seligkeit als Belohnung zuerkannt worden, doch sie konnten noch nicht in die ewigen Freuden des Himmels eingehen, denn der Himmel war noch nicht geöffnet. Das ist der klare, einfache Grund. Im Hebräerbrief finden wir auch eine Erklärung oder einen Kommentar zu dieser Wahrheit. Der heilige Paulus sagt im Brief an die Hebräer, 9. Kapitel, Vers 8, da geht es um diesen Unterschied, wie im alten Bund die Opfer dargebracht wurden, das Blut von Böcken und Stieren. Und einmal im Jahr geht der Hohepriester hinein in das Allerheiligste. Aber es war der Weg zum Heiligtum noch nicht aufgetan. Es waren die alten Opfer, die alten Riten, die alte Liturgie. Und so sagt Paulus, der Unterschied besteht dadurch, will der Heilige Geist andeuten, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht aufgetan ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Also das vordere Zelt ist das Zelt des Allerheiligsten. Das ist die Liturgie im Alten Testament, die jüdische Liturgie, wo man diese ganzen Prozeduren und Vorschriften hatte, wo der Hohepriester mit Blut
hineingeht ins Allerheiligste. Einmal im Jahr ist er mit Blut hineingegangen ins Allerheiligste. Aber das war das Blut von Böcken und Stieren, nicht sein eigenes Blut. Und der Unterschied ist eben darin zu sehen, Christus trat als Hohepriester der künftigen Güter durch das größere und vollkommenere Zelt ein in das Allerheiligste. Dieses Zelt ist nicht von Menschenhand gemacht. Es ist nicht aus dieser Schöpfung, so sagt Paulus in Vers 11. Er ist nicht eingetreten mit dem Blut von Böcken und Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum. Und er erlangte eine ewig dauernde Erlösung. Dieser wertvolle, ungemein vielsagende Vers 12 sagt uns diese Wahrheit. Christus ist eingetreten in das Heiligtum ein für alle Mal und er hat uns eine ewige Erlösung erlangt. Das sagt uns alles. Also es war nicht das Blut von Böcken und Stieren oder die Asche einer Kuh, sondern Jesus Christus mit seinem eigenen Blut. Er hat im ewigen Geist sich selber als ein makelloses Opfer Gott dargebracht. Wunderbar ist das zu lesen. Also die alten Gerechten, sie waren noch nicht in der Anschauung Gottes, sie warteten auf die Erfüllung ihrer Verheißung, es ist ihnen die Belohnung zugesichert gewesen, sie hatten daher eine beständige Sehnsucht nach dem Erlöser. Die Vorhölle wird in der Geschichte vom reichen Prasser Schoß Abrahams genannt. Das ist der Schoß Abrahams, in dem der arme Lazarus getröstet wurde. Die Vorhölle wird auch Gefängnis genannt, denn es ist ein Zustand der Gefangenschaft. Petrus spricht davon in seinem ersten Brief, der heilige Petrus, erster Petrusbrief, drittes Kapitel, Vers 19. Das möchte ich auch kurz erwähnen. Er sagt nämlich, Jesus Christus ist ja zu den Seelen der Gerechten hinabgestiegen. Das haben wir gerade im Kompendium gehört. Er ist zu den Seelen der Gerechten hinabgestiegen. Im Geiste ging er auch hin zu den Geistern im Gefängnis. Also hier kommt dieses Wort. Er stieg zu den Geistern im Gefängnis und predigte ihnen, die einst. Und da kommt das Interessante. Also er predigte ihnen, er stieg hinab zu den Gerechten. Aber auch zu den Gerechten. Ich mache es der Reihe nach, sonst ist es verwirrend. Er ist in dieses Gefängnis hinabgestiegen. Welcher Jubel mag dort gewesen sein unter den Patriarchen und Propheten? So sagt der römische Katechismus. In der Vorhölle waren, jetzt werden erwähnt, einige Gestalten, einige Personen von Gerechten, Adam und Eva, Abel, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, der Josef, nicht der Vater Jesu, der Nährvater, sondern der Josef aus dem Alten Bund, Josef, der nach Ägypten kam, von seinen Brüdern verkauft wurde, David, Isaias, also der Prophet Jesaja, Daniel, Hiob, Tobias, aber auch der Nährvater Jesu Christi und viele andere. Und eben jetzt kommt das, was im Petrusbrief zu lesen ist, auch jene verdorbenen Zeitgenossen Noahs, die beim Hereinbrechen der Sündflut noch Buße getan hatten. Das ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 20. Also Jesus stieg hinab zu den Geistern im Gefängnis, zu den Gerechten, zu den Heiligen, wie wir jetzt gehört haben, Noah, also Abraham, Isaak und so weiter, aber auch zu jenen, die einst nicht gehorchen wollten, als in den Tagen Noes Gottes Langmut zuwartete und die Arche gebaut wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durch das Wasser hindurch. Also jene waren auch dort, die dann noch Buße getan haben, die bereut haben und umgekehrt sind. Es sind nicht alle verloren gegangen, die damals bei der Flut zur Zeit der Arche umgekommen sind. Also Christus stieg zu den Seelen in die Vorhölle hinab, um ihnen die Erlösung zu verkünden und sie zu befreien. Er ist gleich nach seinem Tod hinabgestiegen und hat ihnen die Erlösung verkündet und zugleich sie auch befreit. Die Seele Christi stieg vereinigt mit der Gottheit in die Vorhölle hinab, so sagt der heilige Epiphanius. Also mit der Gottheit vereint ist die Hölle, die Seele in die Vorhölle hinabgestiegen, die Seele Christi.
Er ist allein hinabgestiegen und mit einer großen Schar wieder heraufgekommen, so sagt der heilige Ignatius von Antiochien. Er glich einem mächtigen Könige, der eine Festung einnimmt, wo die Seinigen gefangen liegen. Das bezieht sich auch auf den Petrusbrief. Es war ein Gefängnis, so sagt der heilige Cyprian. Als Christus zur Unterwelt hinabgestiegen war, hat er die Seelen von dort zu den Freuden des Paradieses geführt, sagt der heilige Gregor der Große. Also hier kommt ein neuer Begriff, die Freuden des Paradieses. Jesus Christus hat sie aufgesucht, er hat ihnen die Befreiung verkündigt und hat sie mitgenommen, er hat sie herausgeholt und hat sie in das Paradies geführt. Also nicht gleich in den Himmel. Der heilige Chrysostomus sagt das Gleiche. Der Herr hat auch den reumütigen Schächer ins Paradies geführt. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Paradies. Und da sagt der heilige Chrysostomus weiter, wie die Seele des reuigen Schächers müssen alle Seelen der verstorbenen Gerechten durchs Paradies zum Himmel eingehen. Also es kommt niemand direkt in den Himmel, sondern alle Gerechten gehen zuerst durch das Paradies. Das Paradies ist die Vorhalle des Himmels, sagt der heilige Augustinus. Wie wertvoll ist es, wenn wir diese Aussagen hören von den Kirchenlehrern? Das ist für viele von uns sicher etwas Neues. Das Paradies ist der Eingang zum Himmel, sagt der heilige Leo der Große. Also das Paradies ist nicht einfach dasselbe wie der Himmel, es ist die Vorhalle, es ist der Eingang. Und in den Begräbnismessen, das kennen sicher viele von uns auch, singt ja auch die Kirche. Die Engel mögen dich zum Paradies geleiten. Auf Latein ad paradisum deducant te angeli. Also das Paradies ist der Durchgang, die Vorhalle. Aber Jesus ist auch, so sagt die Anna Katharina Emmerich, sie ist nicht heilig oder selig gesprochen, aber doch eine anerkannte Mystikerin. Jesus ist auch in die Hölle der Verdammten hinabgestiegen und hat sich ihnen gezeigt und sie gezwungen, ihn anzubeten. Ein Beleg dafür ist zu finden im Brief des heiligen Apostels Paulus an die Philipper, Kapitel 2, Vers 10. Im Namen Jesu muss sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Also auch unter der Erde. Und zur Auferstehung Jesu möchte ich auch noch etwas sagen. Die Auferstehung Jesu wurde ja von den Juden geleugnet. Die Juden haben das so eingefädelt, dass sie die Wächter dann bestochen haben, nachdem Jesus nicht mehr im Grab war. Der Stein war weggewälzt, das Grab war leer. Und die Frauen haben das ja dann entdeckt und den Jüngern gleich voll Freude berichtet. Und was haben die Juden getan? Sie haben dann die Wächter bestochen, ihnen viel Geld gegeben, damit sie erzählen, dass die Jünger gekommen sind und den Leichnam weggenommen haben. Und es gibt auch Religionen, zum Beispiel den Islam, wo es überhaupt geleugnet wird, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er gekreuzigt wurde. Und hier muss ich zurückgehen auf diese antiken Schriftsteller, die eindeutig belegen aus der Antike her, dass Jesus wirklich gelebt hat. Erstens, dass er gekreuzigt worden ist und dass er wieder zum Leben gekommen ist. Josephus Flavius und andere, Tacitus, Plinius, Sueton. Also das ist, eigentlich ist diese Behauptung selbst durch die heidnischen Berichte aus dem Altertum nicht zu halten. Also es wird betont, am Ostersonntag früh vor Sonnenaufgang stieg Christus glorreich aus dem Grabe und zwar aus eigener Macht. So drückt sich der Theologe, der Priester Franz Spirago aus. Die Stunde der Auferstehung ist unbekannt. Wir wissen nur, dass er vor Sonnenaufgang auferstanden ist. Das berichtet Lukas im 24. Kapitel. Und genauer sagt der Evangelist zu Beginn der Morgendämmerung. Und es war ein Engel, der vom Himmel herabkam und den Stein wegwälzte. Das lesen wir bei Matthäus Kapitel 28, Vers 2. Und Spirago betont, nach der Lehre aller heiligen Väter, also der Kirchenväter, die lebten im Altertum, in den Jahrhunderten nach Christi Auferstehung,
Nach ihrer Lehre tat es der Engel nicht deswegen, damit der Heiland herausgehen könne, denn Christus war bereits aus dem verschlossenen Grabe auferstanden. Das Wegwälzen des Steins geschah nachträglich und nur der Leute wegen, die zum Grabe kamen. In der Grabhöhle hat Christus die Leintücher zurückgelassen und zwei Engel sind hier gestanden, die als die frommen Frauen kamen. Die waren ja ganz erschrocken, weil es leuchtende, weiß gekleidete Gestalten waren. Das lesen wir bei Lukas im Kapitel 24. Christus war also 3 Tage lang im Grab. Er hat es ja auch vorausgesagt und mehrmals, dass er am 3. Tag wieder auferstehen wird. Eine Stelle finden wir bei Lukas im Kapitel 17. Er hat sich mit Jonas verglichen im Matthäusevangelium Kapitel 12. Er verglich sich mit Jonas und hat ja auch bei der Reinigung des Tempels gesagt, ich zitiere jetzt nur kurz, weil sonst wird das zu viel und zu. Bei der Tempelreinigung sagt er ja auch, reißt diesen Tempel hier nieder, dann will ich ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 19. Das wurde ihm ja dann auch zum Vorwurf gemacht und man hat ihn mit dieser Frage konfrontiert, du hast behauptet, aber es waren ja lauter unhaltbare Anklagen, als man ihn dann verhörte. Eine erwies sich unhaltbarer und lächerlicher als die andere und die Hohenpriester waren dann ganz verärgert und erzürnt, dass sie mit keiner dieser Anklagen durchgekommen sind. Die waren offensichtlich so an den Haaren herbeigezogen, dass niemand sie glauben konnte und dass sie sich damit eigentlich nur lächerlich gemacht hatten. Jesus selber hat gesagt, er hat die Gewalt, sein Leben hinzugeben und es auch wieder zu nehmen. Im Johannesevangelium 10. Kapitel, Vers 18. Und das Verdienst, das muss ich noch zitieren, den heiligen Ambrosius. Der heilige Ambrosius sagt, nicht darin besteht das Verdienst der Christen zu glauben, dass er gestorben ist, sondern zu glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Und Jesus sagt ja selber, was der Vater tut, das tut auch er. Wenn es heißt, der Vater habe ihn auferweckt, das ist im Römerbrief Kapitel 6, Vers 4 und andere Stellen, so kommt das daher, weil Christus mit dem Vater gleicher Wesenheit ist. Und was der Vater tut, das tut auch er, das tut auch der Sohn. Und jetzt zu diesem Gerücht der Juden, die behaupten, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Das ist im letzten Kapitel von Matthäus 28 zu finden. Aber die Jünger hätten so etwas sich nicht getraut. Da hätten sie das nicht gewagt. Und es ist auch nicht möglich, wenn sie den Stein wegwälzen, dass die Wächter da nicht aufwachen. Das war ja ein riesiger Stein, der macht ja ein Geräusch oder sogar Lärm. Und dann war auch das eine Sache. Die Wächter haben dann erzählt, sie hätten geschlafen, während die Jünger den Leichnam gestohlen haben. Da ist der nächste Widerspruch der, dass sie im Schlafe nicht Zeugen sein können, so sagt der heilige Augustinus. Also das Geräusch des Steins hätte man nicht übersehen können oder überhören. Und das nächste war, wenn sie schlafen, können sie nicht als Zeugen auftreten. Und auffällig war auch das, dass die Wächter wegen ihrer sogenannten Säumigkeit, nicht bestraft wurden. Das ist auch ungewöhnlich, denn wenn Gefangene entflohen sind oder solche Dinge passiert sind und die Wächter, die Wärter das nicht verhindern konnten, dann wurden die in der Regel getötet. Das war nicht so, dass das ohne Folgen gewesen wäre, das war undenkbar. Man hat ihnen das aber versichert, sie bleiben unbeschadet. Die Juden gaben ihnen das Geld und haben ihnen versichert, es wird ihnen nichts passieren. Und es war auch so, dass die Apostel überall dann den Auferstandenen verkündet haben und die Menschen bekehrten sich zu Tausenden. Das wäre undenkbar, wenn das nicht mit rechten Dingen zugegangen wäre. Der Auferstandene, er hatte einen Leib, der ganz anders war als der im Fleische. Er trug die 5 Wundmale,
aber sie leuchteten. Er hatte einen leuchtenden, einen durchdringenden, das heißt einen Leib, der durch Materie, durch Mauern, durch Türen gehen konnte, einen schnell beweglichen und unsterblichen Körper. Das ist, ja, das ist bei denen auch, die mit ihm auferstehen werden, die nach ihm auferstehen werden. Der Auferstehungsleib hat diese wunderbaren Eigenschaften. Er ist leidensunfähig, er ist unsterblich, er ist beweglich, er kann von einem Augenblick an zum anderen an einen ganz anderen Ort sich begeben. Jetzt lassen wir es dabei bewenden. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie mit Gewinn zugehört haben und sich freuen können an diesen wunderbaren Wahrheiten, dass Jesus auferstanden ist und wie er die Seelen zuerst in der Vorhölle besucht hat, bevor er sich noch mit dem Leib vereint hat und wie beglückt diese Seelen waren und wie er dann als Erster mit im Gefolge dann mit diesen vielen Gerechten im Himmel einziehen durfte. Was muss das für eine Freude gewesen sein? Man denke, es waren nur die heiligen Engel bis dorthin im Himmel. Und jetzt kommen die ersten Menschen, gefolgt von Christus, dem Erlöser. Was für ein Triumph. Die Patriarchen, die Propheten, sie werden dann ihre Throne eingenommen haben im Himmel. Und wir lesen ja dann in der Apokalypse und in vielen anderen Büchern der Heiligen Schrift, was das dann für eine Herrlichkeit ist im Himmel, ein Lobgesang. Da wurden sicher Hymnen angestimmt, neue Hymnen, die man bis dahin im Himmel nicht gehört hat. Eine Freude, ein Jubel, eine Seligkeit, auch für die Engel. Etwas ganz Neues hat da begonnen mit der Erlösung. So wünsche ich allen wirklich, dass sie auch diesen Jubel einmal schauen dürfen, Ihnen allen, dass wir alle einmal mit Christus vereint im Himmel sein dürfen. Und wie wir jetzt gehört haben, wir werden zuerst in das Paradies eingehen und dann durch das Paradies in den Himmel. Die heiligen Engel mögen uns dorthin führen. Gelobt sei Jesus Christus.